Mein Herz, das ist ein Bilderbuch vom alten Wien. Da blätter ich ganz heimlich manches Mal darin und wir von lauter Freude ganz narrisch wir ein Kind, wenn ich den alten Prater wieder Wort drin find. Ja, dieses schöne alte Wienerlied hat der Hans Moser gesungen seinerzeit. Und um Wienerlieder, alte und neue, und deren Texter und Komponisten geht's im heutigen 44. Videoblog von Katzers Literatur Crossover. Und Philosophie, das wird ja nach Term gleichzeitig in deiner Nachforschung. Mein Herz, das ist ein Bilderbuch vom alten Wien, hat ein gewisser Josef Fiedler komponiert. Geboren 1898, der war ein Jazzpianist. Text geschrieben hat der Josef Petrak. Die beiden haben zusammen viele Wiener Lieder geschrieben, auch für den legendären Schmidhansl. Den habe ich sogar vor Jahren selbst noch kennengelernt. Und zwar in seinem Döblinger Konzertcafé, wo er seinerzeit einmal angeblich das Fiakerlied gesungen hat, als der Goebbels auch dabei war. Und der hat ihn gefragt, von wem denn dieses großartige Lied geschrieben wurde. Und der Schmidhansl hat angeblich gesagt, von einem Juden. Das hat der Goebbels überhört. Ja, das Wienerlied ist ja seit ungefähr 150 Jahren ein Psychogramm der Wiener. Nicht? Der Dialekt, der Wein, das goldene Wienerherz, die gute alte Zeit. Und der Tod spielt natürlich auch eine große Rolle. Wann ich einmal stirb, soll ich mit Fiaker tragen und dabei Zedern schlagen, weil ich das lieb, spielt ein Tanz laut und hell, allweil Fidel. Diese geniale Komposition ist angeblich ein altes Volkslied aus der Steiermark. Und ein gewisser Karl Rieder hat dann 1840 herum diesen heutigen Text dazu geschrieben. Aber apropos Text, wenn's mir im Sarg ausgetragen die Fiaker und dabei Zedern schlagen sollen, wie das gehen soll, ich weiß nicht. Im 19. Jahrhundert wurden ja Wiener Lieder auch für Theaterstücke geschrieben. Dort waren sie aber dann allerdings humoristisch und auch sozialkritisch. Auch darf man im Wiener Lied nicht den Einfluss der alpenländischen Lieder aus dem 19. Jahrhundert vergessen. Tiroler Nationalsänger hatten 1820 in Wien großen Erfolg. Ihre Jodler wurden hier zu sogenannten Dudlern und sind heute noch in vielen Wiener Liedern zu finden. Trude Mali war eine der letzten großen Dudlerinnen, genau wie die Mali Nagel, die ich sogar noch persönlich gehört habe. Ab der Jahrhundertwende bis 1938 brachten vor allem jüdische Komponisten frischen Wind ins Wiener Lied und auch Texter aus dem Bereich des Kabarets, wie zum Beispiel Hermann Leopoldi, Fritz Grünbaum, Armin Berg, den hat sogar meine Großmutter in Berlin noch persönlich gekannt, Ralf Benatzky, Robert Stolz oder der Texter Fritz Rotter mit seinen Nonsenstexten. Zum Beispiel, was macht der Meier am Himalaya? Oder wieso ist der Walter so klug für sein Alter? Das gefällt mir am besten. Heute war ich bei der Frieda, das tue ich morgen wieder. Mit dem Nationalsozialismus war dann alles vorbei. Nach dem Krieg ging es aber gleich weiter, jedoch oft in einer ganz anderen Tonart, zum Beispiel mit Georg Kreisler und seinen bösen Wienerliedern oder von und mit Gerhard Bronner und Helmut Qualtinger, Krügel vorm Gesicht. In Gerhard Bronners Wiener Tonstudio lernte ich ja, nur nebenbei erwähnt, in den 70er Jahren einen gewissen Peter Traxler kennen. Der war damals dort Tonmeister, aber auch Musiker. Und komisch war er, aber er war vor allem nur 1,56 groß. Ja. In den 70er Jahren gab es dann den legendären Karl Hodiner. Den habe ich auch noch ganz gut gekannt. Mit seinem Herrgott aus Stahr, André Heller und vor allem meinen alten Freund Roland Neuwirth, der damals mit seinen Extremschrammeln in der Szene für Aufruhr sorgte. Es gibt ja heute schätzungsweise zwischen 60.000 und 70.000 Wiener Lieder. Und alle stehen, meistens zumindest, im Zweiviertel- und Dreivierteltakt. Es freut mich, dass eine junge Musikerszene die alte Wiener Liedtradition fortsetzt. Jede Formation halt auf ihre Art, aber viele wirklich großartig. Ich kann nur sagen, Chapeau. Zum Beispiel die Strottern, ich liebe sie. Oder 5/8 in Ehren, Wiener Blond, Bilderbuch und so weiter und so weiter.
Ja, das war's wieder mal für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hätte noch so viel zu sagen zu diesem Thema. Aber wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nichts. Sei nicht bös, nicht nervös, denk, es war nichts. Rein nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum, denn der Herrgott weiß immer, warum.